Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es ist Freitag, ja, kurz nach 1:30. Ich bin in der Küche, ich bin ein bisschen aus der Puste, weil ich hier die ganze Zeit hin und her gelaufen bin. Hoch, runter, raus und so weiter und so fort. So ein paar Kleinigkeiten halt erledigt, wie Geschirr runterbringen, weil hier noch Platz war im Geschirrspüler und ich wusste, dass bei den Kindern oben was ist. Die sind aber gerade alle nicht da. Deswegen habe ich das gemacht, Geschirr von denen geholt, Geschirrspüle angeschmissen, Katzen gefüttert, die Kiste fürs Holz rausgestellt, hier unten im Badezimmer Klopapier aufgefüllt und so weiter. Ne? Ihr wisst ja, wie das ist. 300.000 Kleinigkeiten, die gemacht werden müssen, die eigentlich keine Arbeit sind, ne? Weil das sowieso kein Mensch sieht, aber schon einen aus der Puste bringen und Zeit in Anspruch nehmen. Es läppert sich dann ein bisschen, ne? Wenn man so den ganzen Tag damit im Gange ist. Isabel ist im Kindergarten, hat bald Feierabend und Raphael ist da drüben. Ich zeige es euch, Moment. Ich weiß jetzt nicht, ob man was sehen kann. Okay, man kann sehen, dass da so ein Trecker durch die Gegend fährt. Hier ein bisschen weiter hinten, da ist eine Hebebühne, hat sich Peter geholt. Ja, wie vor 2 Jahren. Da ist auch noch irgendwas, also die schneiden diese ganz, ganz großen Eichen ab und Raffi hilft da. Also da sehe ich sogar, da läuft Raffi rum, kann man sehen, hinterm Baum gerade. Ja, Raffi verdient sich einfach ein bisschen Taschengeld beim Nachbar, macht er häufiger, wenn er Ferien hat oder irgendwelche, ja, freien Tage, ja. Peter braucht immer wieder mal Hilfe, weil es ist ein Riesenhof, die haben Pferde und er baut immer irgendwas. Ich glaube, seit kurzem in Rente, von daher. Ne? Sehr beschäftigt immer und Raffi hilft da gerne aus. Ja, er mag auch, der hilft ihm auch oder hat versucht ihm zu helfen, irgendwie Ausbildungsplatz zu finden, wenigstens so mit ein bisschen Rad. Ja, genau. Deswegen, ich bin gerade alleine, die Männer sind bei der Arbeit. Kommen aber bald auch. Die haben freitags ja ein bisschen kürzeren Tag. Ich trinke mal einen Schluck. Hab ein bisschen irgendwie Halsschmerzen heute. Wir waren ja gestern mit Isis Auto unterwegs, weil die Männer mit meinem Auto unterwegs waren. Und ich habe vergessen, aus meinem Auto meinen Schal und die Mütze rauszuholen. Das heißt, ich war gestern ohne Schal und ohne Mütze unterwegs und das merke ich. Hier auf beiden Seiten tut es jetzt weh, beim Schlucken auch. Wir waren ja zu Fuß durch die Stadt und so und es ist ziemlich windig gewesen und auch kalt. Von daher kann ich mir gut vorstellen, dass ich jetzt mir ein bisschen was geholt habe. Noch ist es nicht ganz so doll bemerkbar, aber könnte passieren, also nicht wundern. Ja, wie jeden Freitag muss ich fürs Wochenende einiges vorbereiten. Ja, kochen und backen. Gestern habe ich Mäuschen gefragt beim Einkaufen, was soll ich denn jetzt kochen? Mir fällt nichts mehr ein und so. Und er meinte, mach doch mal Gemüseragout, haben wir länger nicht mehr gemacht. Gemüseragout, das klingt ja schon mal richtig. Hey, Gemüse, jede Menge. Ja, Gemüseragout wird bei uns komischerweise sehr, sehr gerne gegessen. Obwohl da Sachen drin sind, die die Kinder niemals im Leben irgendwo mal getrennt essen würden. Oder wenn, dann unter Meuterei. Ne? Aber im Gemüseragout essen die das. Sehr interessant. Kinder sind schon komische Leute, warum auch immer. Ja, ich zeige euch mal, was das alles ist. Ich habe auch ein Foto gemacht von den Zutaten vor der Verarbeitung. Es ist jede Menge Zeug und das muss jetzt natürlich alles geschält werden und dann geschnippelt werden und dann wird erst gekocht. Und dann muss ich noch irgendwas backen, was einfach ist. Ich kriege immer wieder Kommentare, bei dir gibt es immer nur das Gleiche, immer die ähnlichen Zutaten, nichts. Woher denn und wofür? Wenn irgendwas Besonderes ansteht, wie Geburtstag, Weihnachten oder sonst irgendwie so ein Feier, dann mache ich auch mal eine Torte oder nur was etwas Aufwendigeres, auch mal mit Deko und so weiter. Aber
Freitags koche und backe ich nur für uns. Das ist nur alltägliches Essen. Und bei uns wird keiner einfach mal jetzt unter der Woche, ich meine jetzt unter der, im Alltag jetzt nichts zu irgendwelchen besonderen Anlässen, hier eine dreistöckige Torte essen oder sowas. Und es wird einfach nur am meisten, am liebsten was Einfaches und Spektakuläres gegessen. Einfache Kuchen, einfache Cookies oder Muffins oder sowas. Und natürlich ist es meistens auch ohne irgendwie Schnickschnack und so weiter. Mein Kanal ist erstens auch kein Koch- oder Backkanal, sondern Alltags-Hausfrauen-Alltagskanal. Und ich bin keine Köchin oder Bäckerin. Bäckerin schon mal gar nicht. Und ich koche und backe das, was bei uns tatsächlich gegessen wird, was meine Familie mag. Und die mögen nun mal einfache Kuchen. Blechkuchen, Apfelkuchen, Schokokuchen. Und nicht irgendwie eine Buttercremetorte mit irgendwie besonderen Zutaten oder so. Dann müsst ihr euch das große Backen oder sonst irgendwas angucken. Bei mir findet ihr sowas nicht. Tut mir leid. So, jetzt geht's los. So, es sieht da wirklich schon richtig cool aus, oder? Sehr, sehr viel gesundes Zeug. Und das wird jetzt verarbeitet. Salz, Pfeffer versteht sich von selbst. Oh, ich muss Salz auffüllen. Kartoffeln, eine Zwiebel, eine Paprika. Ich schmeiß mal diesmal eine Kohlrabi mit rein, bevor sie richtig schlecht ist. Die ist nicht mehr ganz so taufrisch. Normalerweise mache ich das nicht, aber heute machen wir das. Dann werde ich eine ganze Peperoni reinschmeißen, nicht klein schneiden oder sowas, sondern im Ganzen, dann irgendwann nochmal am Ende rausfischen. Eine Solo-Knoblauch, eine ziemlich große Solo-Knoblauch. Eine Zucchini, eine Aubergine, drei Möhren, zwei Stangen Stangensalat. Dann habe ich gestern Bohnen gekauft, einen Teil davon nehme ich auch mit rein. Und eine halbe Gurke. Tatsächlich Gurke. Und dann habe ich hier gestern aufgetaut, das sind eigentlich Puttenschnitzel. Ich werde die jetzt einfach klein schneiden und auch mit reinnehmen. Man kann aber auch ohne Fleisch machen. Ja, das sind jetzt alles Zutaten, die ich zu verarbeiten habe. Ich überlege gerade, ob ich noch ein paar Erbsen aus dem Gefrierschrank hole und mit reinschmeiße. Muss ich gucken. Hier habe ich einen Topf mit Butterschmalz. Aber dazu kommen wir später. Erstmal werde ich das alles jetzt schnell schälen und schnippeln. Baby, you give me ice and fire.
Cause I'm gonna butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me high and dry. Lieben. Isi ist gerade nach Hause gekommen. Von der Arbeit hat ein bisschen was mitgebracht. Wir haben gestern keine Hotdogbrötchen gekriegt. Hat sie beim Edeka Hotdogbrötchen und wir haben gestern Möhren vergessen, also hat sie noch Möhren gekauft. Das, was sie haben wollte von Rossmann, hatten die bei unserem Rossmann hier auch nicht. Pech gehabt. Vielleicht online gucken. Online kann man. Doch. Auch mit der App und so kann man auch online. Das ist da safe schon früher ausverkauft gewesen als im Laden. Ja, guck doch mal. Oh, nein. So, ich mache gleich auch für die Bande, Dirk und Christian kommen bestimmt auch gleich, das Essen von gestern, vom Abendessen warm. Aber vorher schmeißen wir schon mal hier unsere Geschichte an. Ich habe jetzt hier alles geschnitten, ne, vorher geschält, habe Nicer Dicer zu Hilfe genommen. Man kann richtig sehen, was für schöne gleichmäßige Würfelchen. Ich liebe das, ja. Dann habe ich noch gehackte Tomaten dazu geholt und Tomatenmark. Das kommt auch noch mit dazu. Das sieht ja richtig schön aus, finde ich. Super, super toll. Also ganz, ganz viel grünes Zeug. Also gesundes Zeug meine ich damit. Grün ist nicht so viel, aber gesund. Ja, da freut sich natürlich das Mutterherz, ne? Dass die Kinder sich auch noch freiwillig sowas bestellt haben. Genau, wir fangen jetzt einfach mal an. So, hier ist mein Topf mit ein bisschen Butterschmalz drin und als erstes, da ist die Zwiebel, geht die Zwiebel rein. Man kann sehen, ich bin keine Profiköchin oder sonst was. Meine ganzen Schüsseln und so, es ist wirklich ein gesammelte Werke, buntes Sammelsurium hier. Nicht wie bei manchen Kochkanälen oder sowas, alles schön und gleich und alles. Nun, das ist bei mir nicht der Fall. Ich habe das, was ich habe. Meistens ist das alles von Tupper, weil ich davon jede Menge und alles bunt gemischt habe. So, die Zwiebelchen und die Möhrchen kommen als erstes rein. Möhrchen habe ich heute etwas gröber geschnitten, damit die auch bemerkbar sind, sage ich mal so. Damit man die auch sieht. Und einmal kurz anbrutzeln. Das ist jetzt das Puttenfleisch, habe ich abgewaschen und ganz, ganz klein geschnitten. Also in so kleine mundgerechte Würfelchen, damit man das mit Löffel alles essen kann. Und nicht Messer und Gabel braucht. So, jetzt erstmal alles ein bisschen anrösten und dann kommt der Rest. So, jetzt schiebe ich einfach mal die Zwiebeln und Möhrchen ein bisschen an den Rand und gebe als nächstes das Fleisch dazu. Und dann darf es auch ein bisschen anbrutzeln. Und hier habe ich das Essen von gestern geholt und habe schon jetzt angestellt, darf es ein bisschen aufwärmen. So, wenn das Fleisch ein bisschen angebrutzelt ist, und das ist jetzt schön angebrutzelt, geht das einfach weiter. Jetzt muss einfach nach und nach alles andere rein. Und als nächstes kommen die Kartoffeln dazu und die Bohnen, also die Sachen, die etwas länger brauchen. Die Bohnen habe ich extra klein geschnitten, so mag ich das am liebsten selber. Ich mag nicht, wenn die so groß sind. Ich will auf dem Löffel von allem ein bisschen was quasi haben, ne? Und nicht
jede Komponente einzeln irgendwie essen müssen. Deswegen schneide ich alles ziemlich klein. So, jetzt auch das ein bisschen anbrutzeln. Also mein Mittagessen für die Familie muss einmal umgerührt werden. Gestern haben nur die beiden Männer was davon gegessen, weil ich hatte keinen Hunger, die Kinder hatten auch keinen Hunger, als wir angekommen sind von unserem Ausflug sozusagen. Deswegen, ja, reicht das für heute auf jeden Fall auch. Jetzt einfach den Rest. Ne? Also hier die Kohlrabi, die habe ich extra kleiner, noch kleiner geschnitten. Genau wie hier diese Stangensellerie, 12 Stangen. Paprika, Zucchini und Gurke. Aubergine und zum Schluss Knoblauch. Jetzt gebe ich auch Tomatenmark, ein bisschen und eine Dose gehackte Tomaten. Wasser. Nicht zu viel, das ganze Gemüse, vor allem Zucchini, Aubergine, Gurke, die geben ordentlich Flüssigkeit nachher ab. Deswegen nicht zu viel, sonst wird das ein Eintopf. Und ich will ja Gemüse-Ragout haben. Aber ein paar Dosen auf diese riesige Menge auf jeden Fall. So, ich denke, das reicht. Ja, passt wunderbar. Leider habe ich nicht mehr wirklich was davon da. Also hier ist nicht mal ein Teelöffel Gemüse allrounder. Deswegen gebe ich noch Gemüsebrühe dazu. Ich gebe jetzt einfach noch ein bisschen Gemüsebrühe mit rein. Dann Salz. Und Pfeffer. Am Ende kommt noch ein paar andere Sachen kommen dazu, sowas wie Dill und Lorbeerblatt und eventuell noch ein paar andere Kräuter. Aber jetzt ist das erstmal soweit. Hui, alles springt schon wieder raus. Komm schon. Ja, jetzt darf das Ganze erstmal blubbern. Einfach mal köcheln lassen, erstmal auf ganz normal Hitze und wenn es anfängt zu kochen, einfach ein bisschen runterstellen. Genau, ich bin eigentlich mit dem Essen fürs Wochenende fast fertig. So, es kocht gerade, ich habe auch schon runtergestellt auf 4 ungefähr und gebe jetzt einfach mal so 2-3 Lorbeerblätter mit rein. Der Topf ist ja auch ziemlich groß, deswegen ein paar Lorbeerblätter. Und jetzt die Hitze so richtig runter auf 4 und dann darf es blubbern und zwischendurch aber immer wieder mal umrühren. Das hat jetzt eine Zeit lang gekocht, jetzt haue ich einfach alles mögliche an Kräutern rein. Hinter euch sitzt ein schniefendes Easy, der geht es überhaupt nicht gut. Jetzt auch noch irgendwie Ohr und ach, wenn man eine Erkältung nicht richtig auskuriert, passiert halt sowas, dass man Nebenhöhlenentzündung kriegt und sonst was alles. Ja. Genau. So, einfach mal 8 Kräutermischung. Dann habe ich hier Schnittlauch. Hauen wir auch noch rein. Und Dill. Ihr kennt mich. Dill muss überall rein. Genau. Einfach mal Dill dazu. Und
probieren gleich auf jeden Fall, wie salzig die ganze Geschichte ist oder scharf. Und dann ist es eigentlich auch schon fast fertig. Nur noch ein paar Minütchen weiter kochen, bis alles durch ist. Ein bisschen Salz noch dazu. Und dann haben wir was super Leckeres fürs Wochenende. Hier habe ich schon Zutaten zum Backen vorbereitet, aber noch nicht alles. Ich werde euch gleich noch zeigen, was ich vorhabe. So, so schaut das jetzt aus. Noch ein bisschen weiter köcheln lassen und fertig. Das Ergebnis zeige ich euch natürlich auch gleich. So ihr Lieben, Mäuschen hat gegessen. Ich habe jetzt alles für das Ragout fertig. Ist alles im Topf, brutzelt ein bisschen noch vor sich hin. Ein paar Minütchen und dann ist das auch schon komplett fertig fürs Wochenende. Und jetzt backen wir. Ich habe gedacht, ich mache jetzt einfach mal einen Grundteig, Muffins, ein bisschen mehr. Ich habe deswegen auch zum Beispiel 5 Eier und 300 Gramm Schmand und ein bisschen mehr Mehl und so weiter. Und dann mache ich aus diesem Grundteig 2-3 verschiedene Muffinsorten. Man kann ja dann mit dem Grundteig machen, was man will, ob nun jetzt noch Banane dazu geben, Nüsse, Schoko, Marmelade, Früchte, Mohn, was weiß ich. Und das mache ich jetzt auch. Aber zuerst machen wir natürlich den Grundteig und damit fangen wir jetzt einfach mal an. So, die Chefin ist am Start. Und wir fangen an. Ich habe jetzt hier 5 Eier. Die gebe ich rein. Dann habe ich jetzt 260 Gramm Zucker. Auch noch mit rein. Und ein bisschen Vanille, wenn ich die aufkriege. Ich habe das hier, Vanille. Und jetzt legen wir einfach mal los. Die Sachen, also die Eier und Zucker, verrühre ich jetzt einfach mal. Und los geht's. Eine Prise Salz noch dazu. So, die Eier mit Zucker sind jetzt aufgeschlagen. Volumen hat sich auch vergrößert. Sieht sehr gut aus. Deswegen gebe ich jetzt 300 Gramm Schmand. Ich habe jetzt so russischen aus dem großen Bottich. Und 130 Milliliter Öl. Und einrühren. Und jetzt bleibt uns eigentlich nur noch Mehl und Backpulver. Ich habe hier 500 Gramm Mehl. Und ein Päckchen Backpulver. Und wenn die flüssigen Zutaten alle eingerührt sind, hole ich jetzt einfach mal den Rührer einmal kurz raus und siebe das Mehl mit Backpulver einfach mal rein. Den Rührer wieder rein und weiter rühren. Ein bisschen langsamer. Und die Menge ist tatsächlich perfekt. Ich habe ja alles frei Schnauze gerade gemacht. Und es ist richtig toll, der Teig, also von der Konsistenz. Ja, genau richtig. So schaut jetzt der Teig aus und wir wechseln einfach mal den Platz. So ihr Lieben, ich habe jetzt das Ganze auf 3 Schüsseln aufgeteilt. Achso, ich wollte euch zeigen, welchen Schmand ich genommen habe. Den hier gab es mal bei Lidl, als die da so osteuropäische Woche hatten. Man kann ja nicht mehr russische Woche sagen, darf man ja nicht mehr anscheinend. So, ich habe jetzt 3 Teige oder 3 Sorten Muffins, die ich machen werde. Einmal mit Nüssen und Kakao. Einmal mit Banane und Schokotröpfchen und einmal mit etwas Grieß drin und eine Dose Mandarinen.
Und wir fangen an mit Mandarinen und Grieß. Weil, wegen dem Grieß ist das besser, wenn das Ganze ein paar Minuten stehen kann zum Aufquellen. So. Jetzt, ich gebe jetzt Grieß rein und rühre das an. Und dann die Mandarinen. Zack. Und wenn man möchte, gibt man halt ein bisschen noch Zitronensaft. So ein paar Tropfen zusätzlich noch dazu. So, die ersten sind schon mal fertig und dürfen ein bisschen stehen bleiben. Das hier machen wir weg. Jetzt geht's weiter. Hier habe ich eine Banane ziemlich reif. Die zerdrücke ich einmal. Einmal gründlich zerdrücken und in den Teig geben. Und dazu Schokotröpfchen. Schnipp, schnapp. Zack. Und auch einfach mal miteinander alles schön verrühren. Fertig ist die nächste Ladung und hier ist es auch sehr einfach. Man gibt einfach ein bisschen Kakao in den Teig. So ein Teelöffelchen. Und die Nüsse. Ich habe jetzt hier gehackte Haselnüsse, die gerösteten. Und wir brauchen hier aber ein bisschen Flüssigkeit noch zusätzlich. Entweder Sprudel oder Milch. Ich mache jetzt einfach mal ein bisschen Sprudel dazu. Und jetzt wird das auch einfach nur gut verrührt. Ja, und jetzt geht's auch schon los. Ich habe unterschiedliche Förmchen genommen. Erstmal jetzt solche für eine Sorte. Dann gibt es solche für die andere Sorte und für die dritte solche. Jetzt gucken wir mal, wie viele wir da draus bekommen. Heute mache ich das alles mit Löffeln. Sonst mache ich ja immer mit Eisportioniere, aber ich habe nur einen. Ja. Jetzt geht's los. Zack. Einfach mal die Förmchen befüllen zu ungefähr 2/3. Backofen habe ich auch schon angemacht. Die erste Sorte ist schon drin und wandert sofort in den Backofen. Es ist ein bisschen mehr, das heißt, weiter geht's mit dem anderen Blech. 180 Grad, Umluft und dann gucken. Die Zeit kann ich jetzt nicht benennen. Ja, die ersten Muffins sind schon im Backofen und ich fülle jetzt einfach die restlichen alle in die Förmchen rein und wenn die ersten raus sind, dann wandern die nächsten einfach gleich hinterher. Ich kann euch jetzt nicht genau sagen, wie lange welche Muffins jetzt im Ofen gebraucht haben, aber wie immer, Stäbchenprobe machen und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Es sind bei mir insgesamt tatsächlich 3 volle Bleche, jeweils 12 Stück geworden und dann musste ich noch ein kleines Blech holen. Und da sind auch noch mal 3 Stück geworden. Und jetzt gehe ich nicht aus der Küche raus, sondern mache einfach ein bisschen Ordnung. Geschirrspüler ist fertig geworden, also räume ich den aus.
und das, was ich gerade alles gebraucht habe, wird gleich auch eingeräumt und dann wieder angestellt. Einmal die Arbeitsplatte und alles sauber machen, die Chefin einmal auch gleich abmehlen, abstauben, Geschirr wieder in die Schränke reinpacken, wo alles hingehört. Und jetzt wische ich auch einmal schnell den Boden. Vor allem in der Küche ist das wichtig nach so einem Tag, wo so viel gekocht und gebacken wurde, geschnippelt wurde. Einmal durchzuwischen und das geht mit dem Saugwischer natürlich ratzfatz. Ich hole jetzt nicht extra Wischmopp und Eimer, sondern mache einfach so die Laufwege wieder mit dem Saugwischer weg, sauber. Die Männer sind auch zu Hause endlich, die sind heute ordentlich zu spät gekommen oder später gekommen als sonst. Am Freitag erzähle ich euch ein bisschen später wieso. Jetzt gerade sind sie alle duschen. Und ich räume einfach noch ein bisschen was weg. Also die Wäsche, also die Badezimmerteppiche, die ich gestern noch gewaschen habe, sind jetzt trocken, also räume ich das Ganze weg und wische auch da einmal schnell mit dem Staubsauger alles sauber. Und dann ist das auch schon mal abgehackt und die Bude ist fürs Wochenende einigermaßen in Ordnung. Nur meine und Raphaels Wäsche liegt noch auf dem Tisch, das wird dann auch nachher noch alles weggeräumt. Ja, und jetzt sind die Muffins auch schon fertig und auch schon abgekühlt und ich bepinsele die mit irgendwas. Also ein paar, so die mit Mandarinen, bepinsele ich einfach mit Puderzuckerguss und die anderen mit Schokolade und die mit Banane und Schokotröpfchen. Da kommt auch tatsächlich Schokoglasur und obendrauf so tröpfchenweise auch noch so übrig gebliebene Puderzuckerguss. Damit alles auch verwendet wird und man auch ein bisschen Unterschied sehen kann. Ich bin für heute fertig. Meine Männer sind nach Hause gekommen und haben mir erstmal einen Schrecken eingejagt. Die sind erstmal für Freitag ordentlich zu spät nach Hause gekommen. Ich frage die dann, oh, wo wart ihr denn? Und dann kommt Antwort, Reifen ist geplatzt. Puh, ja. Zum Glück waren sie noch nicht auf der Autobahn, waren noch nicht schnell. Aber sie mussten dann warten, bis Abschleppdienst kommt, dann im Laden da, wo die hingebracht wurden, ne, beim Reifendienst halt warten, bis die richtigen Reifen gefunden wurden, umgeschmissen wurden und so weiter und so fort. Morgens ist es wohl passiert, als die zur Arbeit gefahren sind, da war irgendwo ein Unfall. Die mussten dann quasi so dran vorbeifahren, es waren aber wohl Splitter, Metallsplitter, sonst irgendwas drumherum und die haben sich was reingefahren. Und auf dem Weg nach Hause hat der Reifen bumm gemacht.
Ja gut, knapp 200 Euro. Auch wieder so ungeplante Ausgaben. Aber so, Hauptsache ist, dass den Jungs nichts passiert ist. Dass das Auto heil geblieben ist. Und ja, aber Hauptsache natürlich, dass die beiden gesund und munter zu Hause sind. Ise geht's überhaupt nicht gut. Vorhin hat sie noch gesagt, ja, irgendwie so ganz leicht komisch im Ohr, hört schlecht und so, linkes Ohr, ja. Jetzt ein paar Stunden später kam sie mir gerade runter, richtig Ohrenschmerzen, hört gar nichts mehr so wirklich auf dem Ohr, hat richtige Ohrenschmerzen. Ja, Nebenhöhlenentzündung hat sie ja seit ihrer Erkältung auch, aber zum Arzt gehen, ja, zwingt die mal, ne? Die sind ja keine kleinen Kinder, die man einfach so jetzt unter am Arm schnappt, ins Auto wirft und dann zum Arzt schleift. Funktioniert nicht mehr. Beim Arzt war sie natürlich nicht, jetzt ist Wochenende. Großartig. Also, falls ihr irgendwelche Tipps habt, wie man hier Mittelohrentzündung behandeln kann, ohne Notdienst haben, den Arzt suchen zu müssen, aber wenn es jetzt nicht besser wird, werden wir wahrscheinlich das auch machen müssen. Fieber hat sie nicht, Gott sei Dank, aber Schmerzen halt, ne? Katastrophe. Raffi ist immer noch drüben. Wahrscheinlich, keine Ahnung, was die da machen. Jetzt im Dunkeln können sie eh nichts mehr machen. Ja, und ich bin jetzt fertig mit den Vorbereitungen für morgen und fürs Wochenende und werde gleich einfach mal Hot Dogs in Arbeit bringen, also das heißt Brötchen in den Ofen, Würstchen ins Wasser und einfach mal ein paar Gürkchen schneiden. Mehr mache ich dann nicht, braucht man auch gar nicht wirklich mehr machen. Aber ich wollte euch die Ergebnisse zeigen. Sieht eigentlich sehr gut aus, finde ich. Das sind jetzt die mit Mandarinen. Die Muffins da drauf habe ich ganz normal Puderzuckerguss gemacht. Und hier haben wir zwei andere Sorten, die nur mit Schokolade drauf, also mit Schokoglasur. Das sind die Schokonuss-Muffins und die mit ein bisschen Rest halt aufgebraucht. Schokoglasur und Zuckerguss, ne? So ein bisschen was gekleckert drauf. Das sind die mit Banane und Schokotröpfchen. Alle sind super geworden. Ich meine auch, die sind weich, fluffig, die sind ja, richtig lecker. Ein Rezept, ne, ein Grundteig, drei verschiedene Sorten Muffins, für jeden was dabei. Und hier ist mein Gemüseragout fertig. So schaut es aus. Ich habe schon die Peperoni rausgeholt. Das ist jetzt mein Gemüseragout. Dazu einfach mal Brot, Baguette oder einfach Brot, Brötchen, was auch immer. Und mega, mega lecker. Wir lieben sowas und man kann wirklich alles drinne verwerten, was man will. Ich habe auch schon mal Blumenkohl mit reingeschmissen gehabt und Brokkoli. Also nur eben nicht ganz so viel Flüssigkeit, weil das ja kein Eintopf ist, sondern Ragout. Genau, ein bisschen Haushalt habe ich jetzt auch erledigt. Hier ist wieder alles sauber. Und jetzt mache ich nur noch die, also die Geschirrspüler läuft schon zum zweiten Mal. Jetzt muss ich nur noch die Hot Dogs fertig machen und dann ist Feierabend. Dann setze ich mich an das Video und gucke nebenbei Fernsehen. So. Ach so, Müll muss noch raus. Aber das drücke ich jetzt Christian aufs Auge. Das darf er dann gleich machen. Und ich kümmere mich ums Abendessen. Ihr Lieben, das war jetzt das Video von heute. Wir haben gekocht, wir haben gebacken. Ein bisschen Haushalt erledigt. Mehr ist das nicht. Freitag ist halt immer so, ne? Freitag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann wie immer Daumen hoch. Abonniere nicht vergessen, wer mag. Ich wünsche euch allen ein super, super, super schönes Wochenende. Genießt die Zeit, bleibt gesund und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss!